Brünn Kartelli, die jüngste The Voice-Gewinnerin ever. Die Castingshow The Voice läuft bei uns in Deutschland bereits seit 7 Jahren ziemlich erfolgreich. In den USA begeistert die Talentsuche schon deutlich länger. Dort flimmerte gerade die 14. Staffel über den Bildschirm. Langweilig wird das TV-Format deshalb aber noch lange nicht. Die neue Gewinnerin sorgte gerade erst für einen kleinen Rekord, sie ist nämlich die jüngste Siegerin in der Geschichte der Show. Der Fanliebling ist gerade einmal zarte 15 Jahre alt. Schon früher hatten sich in dem Gesangswettbewerb Teenager bis an die Spitze kämpfen können. So jung wie war dabei aber noch niemand. Den Sieg konnte die sympathische Schülerin wohl vor allem deshalb ergattern, weil man ihrer Hammerstimme kein bisschen anmerkt, dass sie zu einer so jungen Sängerin gehört. Durch ihren Triumph sorgte aber gleich noch für ein zweites Novum, auch Neujurorin Kelly Clarkson, 36, ihren ersten Sieg erringen, denn sie war die Mentorin der jungen Musikerin. Nach dem Finale geriet Kachneuling über ihren Schützling regelrecht ins Schwärmen, "Ich werde jetzt für immer große Schwester sein", erklärte sie im Interview mit dem People Magazin. "Ich liebe es, ihre Freundin, ihre Mentorin und ihr Kerl der zu sein.